DMT. Auch N,N-Dimethyltryptamin wird in einigen Kulturen zu speziellen und bewusstseinserweiternden Ritualen benutzt. Es ist der Hauptwirkstoff von Ayahuasca, einem Sud aus verschiedenen Pflanzen, der in Südamerika seit Jahrtausenden verwendet wird. DMT gilt als das stärkste Psychedelikum der Welt und ist dem Neurotransmitter Serotonin verwandt. Was hat das nun mit Atemtechniken zu tun? Bei einigen Atemtechniken kann es zu Zuständen kommen, die dem von DMT-Trips sehr ähnlich sind. Wer beides erfahren hat, ist häufig sehr erstaunt, dass Atmung alleine so etwas bewerkstelligen kann. Doch passiert auch im Gehirn genau das Gleiche? Bei diesem Thema gibt es insgesamt sehr viel Spekulation. Es kann sein, dass DMT ein Neurotransmitter ist, dessen Funktion noch im Dunkeln liegt. Man entdeckte bei Ratten vermehrt DMT in der Zirbeldrüse. Dies veranlasste einige zu behaupten, dass durch spezielle Atemtechniken eine Ausschüttung von DMT in der menschlichen Zirbeldrüse stattfinden muss, die dann diese erstaunlichen psychedelischen Zustände hervorruft. Die Zirbeldrüse und ihre vermeintliche Aktivierung ist unglaublich trendy. Es ist ein geheimnisvolles Organ mitten im Gehirn, das der Philosoph René Descartes als Ort bezeichnet hat, an dem der Einfluss des Geistes auf den Körper am unmittelbarsten einwirke. Mit zunehmendem Alter zeigt diese Drüse Verkalkung auf, die bei keinen deutlichen Zusammenhang mit irgendwelchen Krankheiten zeigen. Sowohl bei Tieren als auch bei den wenigen Menschen, die ihre Zirbeldrüse operativ entfernt bekamen, ergaben sich kaum negative Veränderungen. Fest steht, dass hier Melatonin produziert wird. Melatonin ist ein Hormon, das den menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Durchschnittlich stellt die relativ winzige Zirbeldrüse 25 Mikrogramm her, insbesondere wenn es Nacht ist und wenig Licht auf die Augen trifft. Ein Mikrogramm ist ein Tausendstel Milligramm. Jetzt stellt sich die Frage, wie viel DMT hier hergestellt und ausgeschüttet werden müsste, damit eine außerkörperliche Erfahrung vergleichbar mit extern zugeführtem DMT gewährleistet wäre. Die Antwort ist, in einer knappen Minute müsste die Zirbeldrüse 25 Milligramm DMT ins Gehirn pumpen. Dies wäre also 1000 Mal mehr als das, was die Zirbeldrüse über eine Nacht hinweg verteilt schafft, als Melatonin zu verteilen. Klingt eher unwahrscheinlich. Auch würde das DMT wohl sehr schnell durch das Enzym MAO abgebaut werden. Bei diesem Wettlauf um Rausch kommt keiner über die Ziellinie. Was also geschieht? Die wahrscheinlichsten Prozesse basieren auf einer erhöhten Ausschüttung vieler anderer Neurotransmitter des Gehirns. Bei Versuchen an Ratten, die mir ethisch sehr zuwider sind, die Studien, nicht die Ratten, erstickte man die Nager, um Nahtoderfahrungen hervorzurufen und stellte fest, dass die Hirnströme eine sehr starke Synchronie zeigen und dass es einen dramatischen Gehirnsturm gibt. Im Gehirn fand man 30-fach erhöhtes Noradrenalin, 20-fach erhöhtes Serotonin und 12-fach erhöhtes Dopamin. Und doch, was im menschlichen Gehirn passiert, bleibt noch ein Rätsel. Es mag dich vielleicht verwundern, dass diese ekstatischen Zustände mit Atemtechnik in Bezug gebracht werden. Doch nach vielen tausend Teilnehmern in meinen Wim Hof Workshops gibt es sicherlich 20-30%, die diese Erfahrung machen. Nämlich, dass man das Gefühl hat, auf einem Drogentrip zu sein. Nicht umsonst hat der Psychiater Stanislav Grof das von ihm entwickelte holotrope Atmen als Ersatz genommen, nachdem LSD-Anwendungen gesetzlich untersagt wurden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Alles Gute, bis bald.